In diesem Video zeige ich dir, wie man in dem Notensatzprogramm Lilypond eine Barré-Klammer für Gitarre definiert und anwendet. Als Beispiel habe ich einen F-Dur-Akkord in der ersten Lage gewählt. Auf diesem Bild ist die Barré-Klammer gezogen und bei Bedarf kann ich noch den vollständigen Fingersatz dazu schreiben. Das sieht dann so aus. Die Lage kann dazu geschrieben werden und natürlich ist auch die verbreitete Angabe mit B1 möglich. Hier habe ich zunächst mal in Frescobaldi eine Lilypond-Textdatei angelegt und den F-Dur-Akkord eingegeben. Das entspricht dem ersten Bild, das du eben gesehen hast. Nochmal kurz zur Erklärung: In der ersten Zeile die Versionsnummer, dann die geöffnete und hinten geschlossene Klammer für den Notentext. Mit dieser Zeile habe ich für die Beispiele das Taktmaß ausgeblendet. In der nächsten Zeile der oktavierende G-Schlüssel für die Gitarrennotation und schließlich der vollständige F-Dur-Akkord. Achte darauf, dass du einen Akkord immer in spitze Klammern setzt. Die 1 hinter der Klammer bedeutet ganze Note. In Lilypond gibt es keine integrierte Barré-Klammer. Wir müssen darum auf eine selbstgeschriebene Definition zurückgreifen. Diese Definition schreibt die in Lilypond vorhandene Arpeggio-Definition um. Darum können Arpeggio und Barré nicht gleichzeitig in einer Stimme verwendet werden. Wenn man das trotzdem tun will, so kann man das über die Verwendung mehrerer Stimmen. Die Barré-Definition steht in der Beschreibung dieses Videos und stammt aus dem deutschen Lilypond-Forum, das du unter der Adresse lilypondforum.de findest. Dort gibt es mittlerweile auch eine Gitarrenecke, in der schon zahlreiche gitarrenspezifische Probleme behandelt und gelöst wurden. Ich füge die Barré-Definition vor dem Notentext ein und aktiviere sie vor dem Akkord mit dem Text /Barré:0. Bei einem Akkord wird jetzt die Barré-Klammer vom tiefsten bis zum höchsten Ton gezogen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wofür die Zahl nach dem Doppelkreuz steht. Diese Zahlenangabe kann eine Barré-Klammer von einer einzelnen Note aus definieren. Es geht also auch ohne einen Akkord. Hier im Beispiel im ersten Takt eine einzelne Note mit Doppelkreuz 0, dann Doppelkreuz 3 und im dritten Takt mit Doppelkreuz -2,5. Man sieht, dass die Barré-Klammer jetzt in die andere Richtung zeigt. Vielleicht willst du jetzt noch Fingersätze hinzufügen. Dafür müssen wir zuerst Lilypond sagen, dass es die Zahlen links neben die Noten schreiben soll, so wie es in der Gitarrennotation üblich ist. Das machen wir mit Z-Fingering Orientations Left. Dann brauchen wir nur noch die Finger an die Noten zu schreiben. Bei F-Dur sind das die Zahlen 3, 4 und 2. Unser Ergebnis sieht dann so aus. Was aber noch nicht wirklich schön ist, denn die Zahlen sollten rechts von der Klammer stehen. Wir verschieben darum im ersten Schritt die Klammer mit Override Arpeggio Padding nach links und im zweiten Schritt tweaken wir die drei Zahlen des Fingersatzes ebenfalls mit Padding nach rechts. Hier im ersten Takt Schritt 1 die Verschiebung der Klammer und im zweiten Takt Schritt 2 die Verschiebung der Fingersätze. Die Lagenangabe habe ich mit einem Markup-Befehl auch gleich hinzugefügt.